Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir haben es geschafft, in das Zimmer von diesem Lumbok-Typi zu gelangen und werden jetzt da einfach mal fröhlich drauf losstibitzen. Transparenz nehmen wir gleich mit, die Spruchrolle nehmen wir mit, dann die Truhe. So. Schnaps der Schatten, Schnaps des Blutes, Schnaps des Kämpfers, Schnaps des Todes, Lumbocks Kristallbeutel, Gold und leise Versprechen. Leise Versprechen? Das ist ein Buch. Der Macht des Buches können Menschen nicht widerstehen. Okay, nehmen wir alles mit. Hui, Akrament, da wuselt sie gleich so von Erfahrungspunkten. Nice. Den Pokal nehmen wir mit. Und da ist sonst nichts mehr. Okay. Hätten wir alles sozusagen. Sehr gut, sehr gut. Wir sollten auch Bücher lesen jetzt dann anfangen. Ich glaube, jetzt wäre hier ein ruhiger Moment, oder? Jetzt können wir das mal versuchen. Ich werde das mal speichern. Da, dann, da. So, und ja. Dann gucken wir doch mal, weil jetzt haben wir doch echt sehr viele Bücher schon bekommen. Das fällt das jetzt unter Plunder? Ich glaube, ne? Ah ja, warte. Silberteller 5, Becher 7. Hey, cool, können wir die Quest dann auch tatsächlich beenden? Das müsste reichen. So, glaube ich. Können wir die Quest auf Kila beenden? 1, 2, 3, 4, 5 Band mal mit dem Dingsbums hier. Und das wäre auch zum Lesen, noch bevor wir es abgeben. Und wie war das noch gleich? Erste Tage, Kristall. Ah, das wäre auch eines, ne? Gut, dann glaube ich, fangen wir mal an, würde ich mal sagen, ne? Also fangen wir mit dem ersten an, das wir im letzten Part schon gefunden haben. Also, Kristalle, Reaktoren, Titanen. Tagebucheintrag von einem einsamen Menschen, der die Ankunft der Magier auf Taranis miterlebte. Sie sind doch verrückt. Ein magischer Ring aus Kristallen, um die Titanen zurückzudrängen, sagen sie. Anfangs habe ich ihnen noch geglaubt, doch die Donnerinsel ist meine Insel. Seit ich sie entdeckt habe, ich bin ihr Entdecker. Gut, ich habe sie mit den Gnomen geteilt, aber die waren ja auch immer friedlich. Erst seit die Fremden übers Meer kamen, ist die ruhige Zeit vorbei. Sie sind hektisch und wollen bauen, haben nicht lange gezögert, konnten Feuer aus den Händen werfen. Das ist verrückt. Nachts habe ich mich an ihr kleines Lager herangeschlichen. Sie hatten ein paar Holzhütten aufgebaut und sprachen den ganzen Tag über ihre Pläne, die Insel einzunehmen. Brach ein Teil von ihnen mit dem Schiff auf und kamen wieder mit neuen Waren und neuen Nachrichten. Der Titan auf Faranga sei besiegt, heißt es. Ein anderer sprach von seiner Forschung, die vorangetrieben werden soll. Und immer wieder sprachen sie von den Kristallen und den großen Steinen, die die Blitze fangen. Kein gutes Zeichen. Sie machen mir Angst. Ich hoffe, dass sie mich hier draußen nicht finden. Interessant. Das zu dem. Dann hätten wir hier Taranis, ne? Also Taranis Band 1. Eine private Dokumentation der Geschehnisse auf Taranis. Die Ankunft auf Taranis. Unbezwingbar sind sie, so heißt es. Doch nach weiteren Nachforschungen merkten wir schnell, dass Titanen sich meiden. Wo ein Titan wütet, ist kein anderer. Dieses Prinzip wollen wir uns zunutze machen. Ja, das stimmt eigentlich. Die waren immer wirklich separat. Stimmt, hat er recht. Viele Tage und Nächte vergingen, in denen wir Angst um unser Leben hatten. Wann würde der erste Titan unsere Menschenschaft auf der Donnerinsel, Wann würde der erste Titan unsere Machenschaften auf der Donnerinsel bemerken?
Doch die Zeit verstrich und die Klügsten unter uns fassten einen Plan. Wir bauen ein Energiefeld, welches so mächtig ist, einen Titan trotzen zu können. Diese Insel scheint ein guter Ort für ein solches Vorhaben zu sein. Die natürlichen Vorkommen der magischen Kristalle, die wir hier finden, werden uns helfen, unser hochgestecktes Ziel zu erreichen. Wir werden sie fördern müssen. Die zwei aufeinandertreffenden Klimazonen bauen so viel Spannung auf, dass es eine regelmäßige Zahl von Blitzen pro Tag gibt, deren Energie wir uns zunutze machen können. Vor allem Meister Marbuk hat ein großes Interesse an den Blitzen. Er glaubt, dass man ihre Kraft bündeln und umleiten kann. Begannen wir mit der Arbeit und mit der Forschung an etwas, das die Welt noch nicht gesehen hat. Wenn wir nur schnell genug sind, können wir unser Wissen in das zerstörte Land hinaustragen, um es für die Menschheit zurückzuerobern. Ja, ehrenvolle Ziele, ne? Daran ist Band 2, die Erkenntnis. Einige Jahre sind vergangen. Ich bin beeindruckt, dass wir in dieser kurzen Zeit aus dem Nichts erschaffen haben, was wir erschaffen haben. Ja, richtig, genau. Wir können einigen neue Arbeiter verpflichten, die uns bei unserer Sache unterstützen. Ich bin mir sicher, dass sie von großem Wert für uns sind. Unsere Forschung hat einen gewaltigen Sprung gemacht. Und das ist noch untertrieben. Nun sind wir nicht nur bei der Entwicklung des Reaktors einen großen Schritt weitergekommen, so nennen wir den magischen Ring nun. Ja, der Einfall ist genial. Ja, wo waren wir? Ach ja, sondern konnten auch das Wirken unserer Zauber verbessern. Jawohl, besonders die Konzentration der magischen Energie in den Handschuhen unserer Wächter. Ich habe selbst gesehen, wie ein einfacher Junge einen ausgewachsenen Feuerball gegen ein Ziel geschleudert hat. Nur mit der Zuhilfenahme eines einfachen Kristalls von der Größe einer Fingerkuppe. Boah. Bisher benötigen wir noch eine größere Kombination aus verschiedenen Kristallen, um eine solche Wirkung zu erzielen. Taranis gibt uns eine Menge hochwertige Bodenschätze, die unsere Wächter zu einer stärkeren Armee heranwachsen lässt. Sehr schön. Dann Band Nummer 3. Das Abkommen. Mit den Gnomen, die hier schon vor uns lebten, haben wir ein Abkommen geschlossen. Sie sind zumeist fleißige Helfer und kennen sich im Höhlenbau aus. Die Titanen sind Taranis noch immer ferngeblieben. Fast wie ein Wunder. Wir fühlen uns hier sehr heimisch und geborgen. Wie stark unser gemeinschaftliches Gefühl erst sein wird, wenn der Reaktor läuft. In Sicherheit, endlich. Doch das liegt in der Zukunft. Marbuk sagt, er wüsste fast, wie wir die Energie der Blitze bündeln können. Wenn das passiert, kommen wir unserer Freiheit sehr viel näher. Jeder Einzelne trägt gewaltige Stücke dazu bei. Und das erfüllt mich mit Stolz. Band Nummer 4. Monolithen. Haben wir einen Weg gefunden, die Blitze zu bündeln? Wir werden 3 Monolithen errichten, welche mit einem speziellen Werkzeug ausgerüstet werden. Dort werden die Blitze vornehmlich einschlagen. Jawohl. Durch ein Netzwerk aus magischen Kristallen im Boden werden die Kräfte direkt zum Reaktor weitergeleitet. Man gab mir die Aufgabe, über die Insel zu reisen und die besten Orte für die Monolithen zu finden. Ein Gnom begleitete mich. Wir brachen schon bald auf. Es war eine interessante Reise. Der Gnom sprach viel, während ich Forschungen an den unterschiedlichsten Orten vornahm. 2 Tage benötigten wir, bis wir die 3 passenden Orte gefunden hatten. Es kann mit dem Bau begonnen werden. Aha, sehr schön. Dann ist das Ganze wirklich schon recht lange passiert, ne? Also, puh. Die Höhle. Die Reise mit dem Gnom hat mich beflügelt, die Insel noch weiter zu erforschen. Diesmal wollte ich mir den dichten Wald einmal genauer anschauen. Da haben sie mich angegriffen, die Gauner, die Schirchen. Ich konnte sie kaum erkennen, irgendwas mit vielen Beinen. Also bin ich gerannt, immer weiter. Bald wusste ich nicht mehr, wo ich war. Als ich vor einer Höhle stand und mich umsah, fühlte ich mich wieder sicher. Aus ungebrochener Neugierde ging ich in die Höhle hinein, stieß jedoch bald auf eine natürliche Brücke über eine scharfkantige Klippe. Und da passierte es, innerhalb eines Augenzwinkers brach die Brücke hinter mir zusammen.
Jetzt bin ich gefangen in dieser Höhle. Ich hoffe, Sie suchen nach mir, sonst wird es ein ziemlich langer Aufenthalt, fürchte ich. Ja, mit anschließender Magersucht. So. Gut. War noch was Lesensbedingtes? Ich glaube, ja, hatten wir noch was? Genau, hier die metaphysische Transzendenz. Dieses Buch gibt einen idealen Staubfänger in jeder Bibliothek ab. Achso, was ein Questgegenstand, das kann ich nicht lesen. Okay. LOL! So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch irgendwas übersehen oder vergessen. Piratenkodex, Notiz, Nekromant, letzte Worte. Ich glaube, das passt. Gut. Nein. Ich habe das Buch. Tschüssi. Und alles, was dazugehört. So. Das war einfach. Ah, da ist er. Hallo. Hier, bitteschön. Ich habe das Buch, das du wolltest. Formidabel. Es ist ein echtes Unikat. Aber natürlich weißt du das nicht. Meister Horatio, möge er in Frieden ruhen, hat es höchst selbst verfasst. Aber ich merke schon, das interessiert dich nicht. Darum nimm diese 10 Goldmünzen als Dank. Für einen Büttel ist dies Lohn genug. Danke. Trottel. So, jetzt müssen wir den anderen finden, ne? Und, warte, bist du das etwa? Ja. Mach hier keine Dummheiten. Niemals. Ich möchte Benimm nur... Ja, Entschuldigung, ich... Dich hier. Ja, ich wollte nur mit dem Herrn da sprechen. Entschuldigung, die Gnome, grüß euch. Ihr tut's mir jetzt verbetzen, gell? Nein. Passt, speichern. Ich hoffe, dass ich das von ihm stibitzen kann. Den Schlüssel. Hallo. Aha. Ein Neuankömmling hier auf Taranis. Ja. Grund für deinen Aufenthalt auf Taranis? Nasenbohren. Ich möchte Magier werden. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Das ist streng geheim. Tut mir leid. Ich möchte Magier werden. Nicht wirklich, aber sagen wir mal so. Ich möchte Magier werden. Wie nobel. Ja. Und doch so einfältig. Danke. Magie intuitiv zu wirken ist nur wenigen vergönnt. Aha. Nur unsere Wächter nutzen einen alternativen Weg. Wenn du wie sie die Magie beherrschen willst, erfülle die Aufgaben, die dir General Magnus auferlegt. Aber weiter im Prozedere. Ich werde deine Ankunft dokumentieren und archivieren. Jede Information kann wichtig sein. Na, wenn du das sagst. Also, kannst du mir was beibringen? Herausfinden, wo Furuko Wertgegenstände besitzt. Ja? Hast du keine Angst, dass jemand die Bücher hier stehlen könnte? Nein. Zwischen all den Trunkenbolden gibt es nur wenige, die des Lesens mächtig sind. Also wird ihr Interesse an unseren Pergamenten wohl eher nachrangig sein. Das Schlimmste, was uns Magiern passieren könnte, wäre der Verlust der Kristalle. Aber auch da haben wir die nötigen Vorkehrungen getroffen. Aha. Welche Vorkehrungen hast du denn dafür? Welche Vorkehrungen gegen Diebe habt ihr getroffen? Die einfachsten Mittel sind zugleich die effektivsten. Aha. Nimm mich zum Beispiel. Ja. Ich verstaue meine Wertsachen stets in meiner eigenen Truhe. Okay. Und weil natürlich jeder Dieb den Schlüssel bei mir suchen würde, habe ich ihn dem Gnom Zakir übereignet. Ah. Du siehst? Ein absolut sicheres System. Danke fürs Verraten. Wozu braucht ihr die ganzen Informationen? Wozu braucht ihr die ganzen Informationen? In dieser Zeit muss es eine Institution geben, die das Wissen der Menschheit zusammenträgt. Verlieren wir das Wissen, verlieren wir auch die Chance auf eine Zukunft. Ja. Allein die Vorstellung, wie viel Wissen durch den Zwist mit der Inquisition verloren ging, erschüttert mich zutiefst. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Indiz auch für unsere heutige Zeit. Wir fangen wirklich vergessen an. Gewisse Leute, also man geht immer von dem Hausverstand aus, ne? Da heißt immer, jeder Mensch hat Logik im Denken, Hausverstand. Aber wenn du nicht weißt, ja, wenn du nicht weißt, was richtig und was falsch ist, weil es dir keiner beibringt, keiner sagt, du das selber nie gelernt hast oder sehen durftest, wo willst du dann entscheiden, was Logik ist? Wenn du nie, ich sag jetzt mal, wenn du noch nie in deinem Leben einen Hammer in der Hand gehalten hattest, ne? Willst du dann mit Logik sagen, okay, ich hau jetzt den Nagel per Kopf ein und nicht auf der anderen Seite, ne? Mit einem Hammer, theoretisch. Wird auch eine gefrorene Gurke gehen, aber, ne? Das ist,
Wir Menschen fangen Vergessen an, tatsächlich. Das mit dem Aufschreiben und Lesen, das kostet heute zu viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Das wäre wirklich schon Kamott, wenn du schon als Baby quasi mit diesen Lektüren, dass du das schon quasi aufsaugen könntest als Wissen. Dass du diesen Schritt schon überspringst. Dass du quasi als Baby, als frisch geborenes Baby schon reden, lesen, schreiben kannst. Nach Möglichkeit schon 3 Fremdsprachen kannst. Darauf kann man aufbauen. Schlimm. Ich finde es schlimm. Aber man merkt das Ganze halt tatsächlich schon auf der Menschheit, dass wir uns anfangen zurückzuentwickeln. Geistig. Was man noch vor 20, 30 Jahren ganz sicher sagen konnte, um Gottes Willen, an sowas denke ich nicht mal, ist heute wirklich schon, wird hinterfragt. Flache Erde und so weiter, ne? Also Dinge, die man schon vor, keine Ahnung, 200 Jahren schon gewusst hat, mehr, 300, 400 Jahre, boah, keine Ahnung, wo man schon, bevor unsere Jahreszählung begonnen hat, vor Christus schon zum Teil gewusst wurde, dass es Schwerkraft gibt, was weiß ich, keine Ahnung. Boah, also, wenn du dann so jetzt im Internet dich ein bisschen umhörst und umschaust, ich meine, klar, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, keine Frage, aber wenn dann schon Grundwissen hinterfragt wird, wirklich Wissen, das auch wissenschaftlich bewiesen worden ist und man hinterfragt das und bezieht sich dann auf die Bibel. Die Gläubigen hassen mich jetzt, ich bin selber Katholikin, aber ganz ehrlich, ich habe mich als Kind schon gefragt, ob das überhaupt stimmen kann, was da in der Bibel drinnen steht. Das war irgendwie schon eher mehr wie eine Horrorgeschichte und ein bisschen durchgeknallt, als wie das glaubwürdig wäre, ne? Ich meine, ich bin dankbar für den lieben Gott, ja, vor allem wenn er uns Glück beschert, keine Frage. Aber ja, also ich bin halt der Meinung, als Mensch sollte man immer alles hinterfragen, vor allem als Kind, weil auch weder Eltern noch Lehrer sind allwissend. Und man sollte sich immer selber weiterentwickeln. Herausfinden, was liegt mir, was mache ich gerne. Was muss ich können, um zu überleben, um ein vernünftiger Mensch zu sein, um zum Weltfrieden beizutragen? Da braucht man jetzt nicht unbedingt zwingend eine Religion, aber ich aus persönlicher Sicht würde sagen, der Buddhismus würde sich als Weltreligion eignen. Friede, Friede, Friede. Gemeinsames Leben, kein Leid zufügen, Leben. Wertschätzen, also das finde ich, also einen friedvolleren Glauben, glaube ich, gibt es nicht. Das sage ich auch als Katholikin, weil auch unsere Religion ist mit Blut befleckt. Aber wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung, darf sie auch haben, Meinungsfreiheit, keine Frage. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir Menschen verlernt haben, aus Stress und zeitlichen Gründen, uns weiterzuentwickeln und dass wir jetzt tatsächlich an einem Punkt sind, wo wir uns rückentwickeln, geistig gesehen. Sehr, sehr schade. Aber wer weiß, vielleicht ist das nur eine kurzzeitige Erscheinung oder Einbildung. Wär mir sehr recht. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder bei Risen. Kannst du mir etwas über die Schatten erzählen und was beibringen, wäre auch nicht schlecht. Bring mir mal was bei. Kannst du mir Sachen beibringen? Ja. Wenn du mir den nötigen Obolus überlässt, dann sollte das kein Problem sein. Ja. Zauber kann ich dir natürlich keine beibringen. Ja, ja. Zumindest nicht, solange du keiner von uns bist. Ist logisch, wissen wir, danke. Bring mir was bring bei. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Nix. Sprüche herstellen. Ach, schau. Binde die Macht deiner Sprüche in einfachen Gegenständen. Jeder dieser Gegenstände erhält eine Ladung des Zaubers. Cool. 2000 Gold. Ist mal zum Überlegen. Habe ich, glaube ich, dabei noch nicht. Also nicht, ja, geldmäßig, ne? Kannst du mir was über die Schatten erzählen? Kannst du mir etwas über die Schatten erzählen? Ja, bitte. Lass mich mal überlegen. Ja. Ihre Art wandelt nicht das erste Mal über diese Welt. Irgendwas treibt sie an. Nur was es ist, das kann ich nicht sagen. Sicher ist, dass wenn sie nicht gestoppt werden, die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht.
Aber dank unseres Reaktors sind wir gewappnet. Okay. Der Wächter Horas sollte sich bei dir melden. Wie wurden die Schatten damals besiegt? Das ist auch interessant. Wie wurden die Schatten damals besiegt? Ja. Dein Scharfsinn beeindruckt mich. Diese Frage ist in der Tat eine Überlegung wert. Ich schätze nicht, dass die Menschen damals etwas wie unseren Reaktor erschaffen konnten. Vielleicht findet man die Antwort bei den Dämonenjägern oder Eingeborenen. Aber von deren Hokuspokus würde ich mir keine adäquaten Antworten versprechen. Sehr freundlich. Horas sollte sich bei dir melden. Der Wächter Horas sollte sich bei dir melden. Warum macht er das dann nicht selbst? Er ist gerade verhindert. Ist das so? Nun, dann lass uns keine weitere Zeit mit Horas kleinen Spielereien verschwenden und endlich zur Tat schreiten. Ja. Verschon mich damit, gib mir einfach deinen Auftrag. Wie meinst du das? Was hast du für ein Problem mit Horas? Ja, genau. Was hast du für ein Problem mit Horas? Er ist unzuverlässig, vorlaut und vertrödelt seine Zeit mit weltlichen Nichtigkeiten. Das gilt auch für andere Wächter und Kadetten. Okay. Anstatt sich um die Gemeinschaft verdient zu machen, wird lieber Abenteuern nachgejagt. Ist halt lustiger. Wie du meinst, verschon mich damit, gib mir einfach deinen Auftrag, ja. Verschon mich damit. Gib mir einfach deinen Auftrag. Ja, die Zeit drängt. Meister Erasmus' Arbeit am Reaktor ist vorbildlich. Jedoch werden wir seine Effizienz immens verbessern können, wenn wir noch mehr Bergkristalle im Einsatz hätten. Okay. Einige Wächter sind auf die anderen Inseln der Südsee entsandt worden, um nach ihnen zu suchen. Ja. Leider ist bisher nur ein kleiner Teil davon bei mir angekommen. Wir brauchen unbedingt noch die Ausbeute der anderen Wächter. Horas soll nach ihnen suchen und ihre Ausbeute zu mir bringen. Das wäre auch schon alles. Horas selbst sollte genau wissen, was nun zu tun ist. Okay, dann werden wir mal mit ihm sprechen. Aber zuvor lösen wir mal unseren Schlüssel ein, oder? Beschweren tut sich keiner. Ich speichere jetzt mal. Na. Was ich noch zur Religion sagen wollte. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ach ja, er hat ja ihn versteckt. Ich Trottel. Ich muss ja vorher mit dem Dings reden. Ach, jetzt war ich schon so drauf eingeschossen, dass wir hier... Ihr wart jetzt nur normale. Bisi, hallo? Ja, du? Oh, du nix, Zaubermann. Bisi sofort erkannt. Ja, Respekt, gut kombiniert, Kleiner. Naja, das war nicht gerade eine Meisterleistung, Nana. Respekt, gut kombiniert, Kleiner. Ja. Jipp. Bisi Taki Bücher und bringen an richtigen Ort. Nix immer richtig sortiert, aber mit Zeit, ich werde besser. Ohne Halpo von Gno, großes Chaos. Behandelt dich die Magier gut? Behandeln dich die Magier gut? Wenn Bisis Peda bei Halpo, Zaubermänner Smilla. Verstehe, wenn du fleißig bist, dann sind die Magier zufrieden mit dir. Jipp, jipp. Darum viel arbeiten, wenig Blabla. Meister Lumbrock immer sagen, Reden ist Silber und Ohrfeigen sind Gold. Boah, wie gemein. Es heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Tut mir leid, Sprichworte sind nicht mein Ding. Boah, ja, das ist. Es heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Homie, sicher? Ganz sicher. Sprachunterricht. Oh, wie cool. Das ist lieb. Okay. Ohrfeigen sind Gold. Wie gemein, echt. So. Okay, jetzt müssen wir den einen Gnomen finden, ne? Ich nehme mal an, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe, ist er als Quest markiert? Nein, verdammt, ist nicht. Gut, wie hieß er noch schnell? Verdammt, irgendwas mit Z. Ich schau mal drüben bei die Gnome vorbei. Beim Gnomenlager, weil hier unten, glaube ich, wird er auch nicht sein, ne? Weil das sitzt er ja bei den Gnomen drin, weil mir kommt vor, wir hätten den schon mal gesprochen. Und ihn, das freut mich halt, dass er noch immer den Jafar, dass er immer noch den Hut auf hat vom Papa, ne? Von seinem Papa. Das ist halt echt cool. Was muss ich übers Schmieden wissen? Im Feuer machst du den rohen Stahl heiß. Deshalb muss die Flamme heiß brennen. Richtig heiß. Verstehst du? Alles klar. Dann schlägst du den Stahl in die richtige Form und härtest ihn ab. Direkt rein ins Wasser. Habe ich kapiert. Okay.
Macht man das nicht eigentlich mit Öl? Ali Baba und die 40 Gnome. Maurizio? Servus. Na, ich will eigentlich was von dem Gnom. Mal kurz schauen, ob er da drinnen ist. Hallo, ihr Kerle. Kasim, Abbas. Ich bräuchte einen Gnom mit Namen Z und so. Beginnend. Seid nur ihr zwei hier? Ja, schaut aus. Verdammt mich. Gut. Ah, der könnte auch noch unten sein bei den... Ha. Der Gnom könnte noch da unten sein beim Alchemisten. Ich bilde mir schon ein, dass ich den Namen wo mal gelesen habe. Aber es ist nur eine Einbildung. Nichts Ernstes. Da ist auch noch einer. Noch ein normaler Gnom. Okay, hallo. Wer bist du? Haben wir mit dir schon gesprochen? Achso, du bist es wieder. Ja. Ich schaue mal runter zum Alchemisten, weil da gibt es ja auch noch Gnome. Mit ein bisschen Glück ist der Gesuchte dabei. Hallo. Hallo, bist du der Hiwi? Du bist Hiwi. Okay. Verdammt. Ah. Hiwi. Sonst ist hier keiner mehr, gell? Nein. Hiwi. Der unten war auch nicht richtig. Das weiß ich, glaube ich. Der fing mit F an. Hier ist nur ein Gnom. Verdammt. Ha. Das kann ich denn ewig suchen, fürchte ich. Weil hier wird er ja auch nicht sein, ne? Zufällig, nein. Okay. Das wird dann die Aufgabe sein, wenn ich ihn jetzt nicht sofort finde auf der Stelle. Das wird die Aufgabe für die Zukunft sein, dass ich dann mir den Gnom suche. Beziehungsweise werde ich das machen, während ihr nicht zuschaut. Hallo, wohnt hier jemand? Ich stürme jetzt hier mal rein und schaue mich nur mal um. Nein. Aber hier werden Dinge zum Berauben. Zum Be- und Ausrauben. Könnte ich eigentlich auch machen. Da wären ein paar Truhen, glaube ich, oder? Na, das waren nur Höcker. Höcker. Also wurscht, da gibt es sicher... Oder habe ich das schon gemacht? Vielleicht habe ich Glück und ich kann hier noch was stibitzen. Da ist noch ein Hocker. Da haben wir ein Messer und ein Krug. Handspiegel, sehr gut. Da achtet jemand auf Äußerliches. Eine Pfeife. Das Buch ist nichts, aber der Krug, den nehmen wir mit. Dann da oben ist ein Pokal. Ein Hammer. Bett. Da sind noch ein paar Flaschen drin. Hier drüben vielleicht noch ist das Buch was. Na, aber der Goldteller. Und hier ist auch nichts mehr. Okay. Dann stürmen wir wieder raus hier. Mist. Das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt, tatsächlich. Da hätten wir noch ein Gnömchen. Bist du der? Ja, zack hier. Hallo. Du hast den Schlüssel von Meister Faruko. Du hast also den Schlüssel von Meister Faruko. Ja, genau. Faru? Zack hier, nix wissen, wovon Homi redet. Faruko, der Magier. Oh, Zaubermann. Ja, zack hier, kennt Mata Faruko. Aber nix Schlüssel. Homi woanders suchen. Komm schon, Kleiner. Wer hat den Schlüssel? Du weißt doch was. Nenn mir deinen Preis. Wenn du ihn nicht hast, wer hat ihn dann? Also Silberzunge. Komm schon, Kleiner. Wer hat den Schlüssel? Ja. Gut. Zack hier, überleg. Jip, jip. Zack hier, sich erinnert. Homi, welcher macht Wäsche, hat Schlüssel. Vitranio, so Name von Homi. Danke. Okay. Vitranio also. Er will wieder Arm drücken, aber ich habe keinen Bock. Vitranio, der arme Tropf, der Wäsche macht. Genau. Wer bist du? Aquila, der steht da und lanzelt. Gut. Ah, wo war denn der? Der Wäsche macht. Das ist wieder so eine schöne Beschreibung. Der Hausmann hier, ne?
Du bist, glaube ich, auch nicht. Nein, du bist nur ein normaler Wächter. Haha, der Wäsche macht. Ich habe ihn noch nie beim Arbeiten zugeschaut. Maurizio. Da ist unser Schmiedlein. Da unten wäre sowas wie ein Wäschekorb. Aber ich glaube, das ist auch nicht richtig. Yay. Ach du liebe Zeit, wo ist denn der? Wo ist der? Wo lanzelt der herum? Mal look. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ist ja wurscht, der Part wird zu Ende. Ich suche mir den Kerl jetzt mal und dann machen wir im nächsten Part weiter. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich glaube, das ist er schon. Vatranio, ich glaube, du bist das, ne? Ich verfolge den jetzt mal. Also ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.